Ausschreitungen in Bochum, Bielefeld und Berlin forderten zahlreiche Verletzte. Die Überwachungskamera zeigt aus dem Zellentag deutlich, wie zwei Beamte auf ein 15-jähriges Mädchen losgehen und es zu Boden prügeln. Aber sowas passiert nicht nur in den USA. Auch unsere braven Beamten in Grün schlagen ab und an mal kraftvoll zu. Opfer solcher Polizeigewalt haben es schwer. Man stößt auf eine Mauer des Schweigens und falscher Solidarität. Insgesamt gab es am Wochenende etwa 200 Festnahmen. Plötzlich feuert einer der Polizisten aus nächster Nähe 8 Schüsse. Zwei Beamte stehen zwar daneben, wollen später aber nichts gesehen, nichts gehört haben. Die Ermittlungen der Oberstaatsanwältin werden von den Polizisten blockiert. Angriffe mit Brandsätzen, Steinen oder Eisenstangen auf Uniformierte sind keine Seltenheit. Es fliegen Molotow-Cocktails Richtung Polizei. Bastard!